Okay, es gibt Elfer. Da war Vorteil angezeigt, dann gibt es aber direkt den Elfer. Und Rot! Das ist doch kein Rot. Komm, da hätte er auch ein bisschen netter handeln können. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA Ultimate Team. Und ich habe hier 2-0-1 Stats. Ich will jetzt natürlich wieder gewinnen, meine Freunde. Gar keine Frage. Wir haben einen neuen Spieler. Das wollte ich euch noch zeigen. Da muss man kurz, Toprak ist derzeit Sparhitsch dran glauben, Spieler austauschen. Wir haben nämlich als Dings gezogen, Schweini. Der kommt hier auch ins Team direkt rein. Da muss dann Song halt wieder raus. Zack. Da hätten wir das wieder ausgetauscht. Packen wir mal noch so, damit das Team vielleicht ein bisschen besser ist. Dann muss Schweini natürlich auch in das andere Team. In das Bundesliga-Team auf die Ersatzbank. Oh, ich habe gerade Schluck auf. Da packen wir auch mal Spalsch raus. Oh, ich habe echt Schluck auf. So schlimm, Freunde. So, und mit dem Team spielen wir jetzt nämlich auch. 99er Bewertung. Wir haben immer noch Toprak 6 Spiele lang. 99er Bewertung, sage ich. 99er Fitness. Bewertung natürlich nur 80, nicht 99. Das ist in Dings unmöglich im FIFA. 99er Bewertung für alles. Es gab mal in irgendeinem FIFA, ich weiß nicht mehr in welchem, 2-2 oder 2-3, Matteo Brighi von AC Parma war der damals und der hatte alle Werte auf 99 automatisch. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob das ein Bug in der Version war, ich weiß nur, es war so. Und dann ich immer mit AC Parma gespielt und alle haben sich immer gefragt, warum macht er das, bis die Matteo Brighi gesehen haben. Der war groß, der war schnell, der war alles. Der hatte alles auf 99. Das war halt offline, ne? Also ich habe halt gegen Kollegen so gezockt. So richtig assi-like. Weil ich das halt irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Ich hatte damals immer so, kennt ihr diese Sheets-Zeitschriften noch? Mit den GTA-Sheets und was weiß ich? Sowas hatte ich immer. Oder beziehungsweise zweimal oder so. Und dann war da einmal das halt drin. Und das war nice. Und dann hatte ich das. Und dann wusste ich, dass man Matteo Brighi von AC Parma spielen kann. Ich meine, sowas war das. Ich weiß auch gar nicht, ob das damals schon online ging. Ich meine, ich habe irgendwann mal eine Partie online gespielt. Meine erste Partie gegen einen Südkoreaner, das weiß ich heute noch, so richtig auf die Fresse bekommen. Und dann erstmal das Spiel online nicht mehr angerührt, bis zu FIFA 08 dann ein EPSler, also EPS ist die höchste deutsche Spielklasse damals gewesen, ESL, EPS kennt ihr vielleicht, auf jeden Fall einer von den EPSlern, der war bei mir in der Klasse und der meinte so, ja, zock doch mal gegen mich aus Fun, du hast es ja auch für PC. Dann habe ich gegen ihn gezockt, ne, und habe direkt ihn mega abgezogen und ja, seitdem war ich dem Wahn verfallen online und habe sogar auch selber dann im E-Sport auch in der EPS gespielt und so. Also war schon relativ erfolgreich, würde ich mal sagen. Hab natürlich nicht das große Cash hier mitgenommen oder so, paar Euro kamen bei rum, aber jetzt nur so, was weiß ich. Ich würde den Gesamtgewinn in knapp, bis wann habe ich gespielt? Bis FIFA 13, glaube ich. Also in knapp 4-5 Jahren würde ich so auf 100 Euro beziffern. Also das ist jetzt echt nichts, was sich lohnt. Aber die wollen jetzt, habe ich gelesen, dass EA mega die EA-Titel pushen will im E-Sport-Bereich. Also wahrscheinlich gut Geld reinstecken will. Wohin wirft der gerade hier? Und da bin ich schon gespannt drauf auf jeden Fall. Oh Gott, was mache ich? Okay, es gibt Elfer. Da war Vorteil angezeigt, dann gibt es aber direkt den Elfer. Und Rot! Das ist doch kein Rot. Komm, da hätte er auch ein bisschen netter handeln können. Aber er gibt direkt Rot. Gucken wir mal, ob wir den Ball halten können. Kruse, ich springe in die richtige Ecke, aber der war zu gut platziert. Kruse macht's. Oh Mann, wie bitter, Freunde. Eieiei, bitter, bitter. So, gucken wir mal, dass wir das hier hinbekommen. Okay, das haben wir nicht hinbekommen, aber Ecke rausgeholt. Immerhin, ich habe jetzt halt einmal weniger, ne? Das ist gar nicht gut. Nachschusschance, aber na, das war kein Nachschuss. Mir hat mein Kollege immer gesagt, Rückgaben gehen neben das Tor, wenn ich mit ihm gespielt habe.
Oh Gott, was war das schon wieder? Sei gegrüßt, Daniel, falls du das hier irgendwie siehst aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum du das sehen solltest, aber kann ja sein. Von daher, vielleicht bist du ein treuer Abonnent von mir und ich weiß es gar nicht. Ich muss den mal bei Facebook anschreiben. Oh Gott, komm schon. Komm schon, komm schon. Der darf das Tor nicht machen, ne? Der zieht und drückt und keine Ahnung und es gibt einfach gar nichts. Für Papadopoulos gab's rot direkt. Das ist Gerechtigkeit, Freunde. Hätte mich auch nicht gewundert, hätte es hier wieder irgendwas gegeben. Jetzt gibt's wieder einen Freistoß. Nee, doch nicht. Okay. Das wundert mich jetzt etwas. Oh Gott, was mache ich da? Da war ich zu spät, aber der Keeper ist zur Stelle zum Glück. Oh Gott, was mache ich da wieder? Also läuft gerade auf jeden Fall bei mir. Das war Abseits, dachte ich. Da fault er mich eigentlich, aber okay. Jetzt hier Mkhitaryan läuft ins Aus. Alter, das gibt es hier gerade nicht. Ich komme hier gar nicht ins Spiel. Jetzt mal eine gute Grätsche. Komm jetzt. Kostic, bisschen Platz. Ah, er zieht den Ball nicht, er zieht den Mann nicht raus, wollte ich sagen. Und deswegen kann ich den Ball da nicht bekommen. Ah, und dann setzt er auch keine gute Grätsche an. Komm, komm, komm. Du bist schneller als Reus, Miki. Eigentlich ja nicht, aber egal. Jetzt haben wir den Ball im Verbund geholt. Oh Gott, wohin? Abseits war's. Okay, Glück gehabt. Ich dachte, der Schiri pfeift nicht. Dann wäre es das ja gewesen für mich, aber leider hat er... leider, sag ich schon. Zum Glück hat er gepfiffen. Wie komme ich auf leider? Ah, der kommt nicht durch. Schade. Oh Gott, jetzt macht er das 2-0. Da fällt einem dann auch nichts mehr ein, Freunde. Da ist es wieder so mega unverdient eigentlich. Aber okay. Okay, okay. Ich werde natürlich probieren, das Ding hier noch irgendwie zu drehen. Auch wenn ich momentan noch nicht weiß, wie. Ah, dann läuft er wieder ins Aus. Was ist denn da auch wieder los, Warum spielt er gerade wieder immer so feste? So, jetzt hier Miki. Ah, der kommt auch nicht durch. Nicht mal annähernd. Eieiei. Okay. Der geht auch fast rein. Sorry, dass ich gerade so leise bin, aber ich werde hier richtig abgefertigt. Gerade! Ja, dann gibt's Freistoß, ne? Mann, 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 da habe ich Glück, dass es keine Karte gibt für Darida. Eieiei, Freunde. Das Spiel läuft hier gerade gar nicht zu meinen Gunsten. Der geht drüber. Alles gut. Was mache ich da? Ich habe den Fehler doch schon mal gemacht. Warum mache ich es nochmal? Zum Glück pfeift er da ab. Zum Glück pfeift er da ab, meine Freunde. Das war richtig lucky. Eieieiei. Das war richtig lucky. Nicht nur ein bisschen, das war richtig. Ja. Statistik, was soll man dazu sagen? Null Schüsse aufs Tor. Passgenauigkeit mega schlecht. Wir spielen lieber direkt weiter. Eieiei.
Okay. Meine Spieler sind auch alle langsamer, habe ich das Gefühl. Insua jetzt hier am Ball. Ah, komm schon. Der Ball muss doch irgendwie da durchkommen. Ja, da gibt's die nächste Karte. Und mit Gelb wäre ich auf jeden Fall gut bedient, ja. Gelb. Okay. Eieiei, Freunde. Läuft auf jeden Fall bei mir. Aber rückwärts und gegen die Wand. Komm jetzt hier mal vorne irgendwo drauf, ne? Na, der geht vorbei. Alles gut. Alles tutti. Da deckt er vorne ab. Fuck, ja, er macht das 3-0 jetzt. Abseits. Die Fahne bleibt unten, das war Abseits. Wie viel sollte er in Abseits stehen? Guckt euch an, der ist vorm Ball. Eindeutig. Hat man zwar jetzt so kacke gesehen, aber das war direkt vorm Ball. Komm, hör mir auf, ja. Ist mir auch egal, wenn ich hier abgefertigt werde, weil ganz ehrlich, ob ich jetzt ein Gegentor kassiere oder mehrere, ist kackegal. Deswegen probiere ich wenigstens, mich zu wehren. Ah, der ist immer den Schritt schneller irgendwie, gerade. Und immer bekommt er auch eher den Ball. Oh Gott, was mache ich da? Ja, ja, verkackt's aber. Ah, ja, ja. Schiri! Ach, das ist kein Foul, das ist von hinten in die Beine, ohne Ballberührung. Beziehungsweise erst mit verspäteter Ballberührung, ja, das ist Abseits. Warum spielt er auch zu dem? Ich will zu Ucha durchstecken und... Sowas regt immer auf, Freunde. Ach, und das soll ein Foul sein! Das war Ball gespielt, aber wenn er von hinten in die Beine geht, sagt der Schiri, na, das war nix, alles gut. Fick dich einfach hart, Schiedsrichter. Das gibt es einfach nicht. Manchmal ist FIFA so unfair zu einem, besonders wenn er hier fast noch das Freistoßtor macht. Ey. Das aus bestimmt 30 Metern hämmert er den Ball gegen den Pfosten und mein Keeper musste sogar noch dran, um ihn überhaupt gegen den Pfosten zu lenken. Das ist halt so lächerlich, ne? Eieiei. Ja, man muss das dann auch nicht fünfmal angucken, natürlich. Ich habe direkt weggedrückt eigentlich. Mir war das Tor so, das Nicht-Tor sowas von egal. So, jetzt die Konterchance. Wohin? Viel zu feste. Konterchance vertan. Flanke, ja. Wusste ich vorher, dass das nichts wird. Was machen die da? So eine gute Konterchance, so schlecht vertan. Ja, den macht er jetzt auch noch. Was soll man da dann noch sagen? Oh Mann, Freunde. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das? Was ist das? Wie spielen die die Pässe hier? Ich muss mir echt mal einen neuen Controller kaufen. Und ja, ich habe Controller gesagt, das sage ich immer. Ich sage nie Controller. Oder so Späße. Wohin? Ich drück ganz leicht in den Lauf und er raste komplett aus. 100 Meter. Keine Ahnung, was für Gedöns. So, jetzt grätsche ich nur noch rein. Ist mir jetzt egal. Ach, und dann gibt's wieder Gelb oder was? Ja, komm, hör mir auf. Hör mir einfach auf. Er macht ihn fast. Oh Mann, ey, ich verliere 4-0. Und es ist halt nicht mal verdient. Also, ein paar Gegentore wären vielleicht verdient, aber
FIFA will halt einfach auch nicht so wie ich gerade. Also, das muss man einfach fairerweise zugeben. Ja, komm. Was soll man dazu noch sagen? Er kriegt den Nachschuss. Wie lächerlich ist das Tor bitte wieder? Der kriegt den direkt vor dem Fuß. Der muss gar nichts mehr machen, außer den Fuß hinhalten quasi. Oh Mann, ey. Was soll man dazu dann noch sagen? Ja. Ja. Was soll man da noch machen, ne? Ich weiß echt nicht, was ich hier wirklich falsch gemacht habe in dem Spiel, dass ich so bestraft werde, aber da muss ja einiges hier irgendwie mit EA im Clinch liegen. Die können mich einfach anrufen, dann räumen wir die Streitigkeiten aus dem Weg. Besonders ist der auch. Allein, dass der den abprallen lässt, ne? Das ist wieder so lächerlich. Aber er hat halt auch Reus, er hat Lahm, er hat alles so Spieler, Kruse, was weiß ich. Und ich halt nicht, ne? Von daher muss ich da irgendwie mal irgendwann nachlegen. Möglichst zeitnah, aber ihr wisst es. Ich vertraue da auf mein Pack-Glück, was ich nicht habe. Ja, der geht auch nochmal an den Pfosten, ne? Das gibt's einfach nicht. Was soll man da noch machen? Gott, ja, dann kommt er auch wieder direkt geschenkt. Komm, komm, komm. Ja, der geht auch vorbei, nice. Beziehungsweise der geht vorbei, nice. Das ist einer der ersten Bälle, der nicht reingeht, so ungefähr gefühlt. Ach, und das soll wieder ein Foul sein. Der berührte null. Der macht zwar die Bewegung, aber wirklich berühren? Also, ich habe da nicht gesehen, dass der den berührt, oder? Vielleicht war das auch vom FIFA jetzt so ein bisschen verbuggt oder ich bin einfach müde, weil ich ja den ganzen Tag arbeiten war, aber so wirklich habe ich da nichts gesehen. Ja. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, was soll man da dann machen? Wenn er den Spieler nicht ausfällt. Der wählt auch einfach nicht den richtigen Spieler aus. Das gibt es dann auch nicht. Ja, dann schenke ich ihm den Ball. Nice. Und da macht er das 7-0. 7-0. Ihr müsst euch das mal überlegen. Und es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Wofür? Wofür gibt es 5 Minuten Nachspielzeit? Was habe ich verbrochen? Ich meine, klar sind viele Tore gefallen, aber es steht 7-0. Da muss man gar keine Nachspielzeit geben. Was hat er noch für eine Wette offen hier? Und selbst bevor die Nachspielzeit angezeigt wurde, stand schon 6-0. Abseits, ja. Immerhin etwas. Ja, wird doch eh gepfiffen, Kollege. Muss sich gar nicht erst freuen. Und beim 7-0 motzen die Fans auch trotzdem noch. Das ist abseits, das ist so lächerlich, ne? Warum? Ich drück gar nichts! Was macht er? Ich hab nichts gedrückt! Ja, jetzt verhöhnt er mich noch mit dem Torwart. Das gehört sich einfach nicht dann auch so ein bisschen. Und dann pfeift er ab, wenn ich im Angriff bin. Ich wollte wenigstens noch ein Tor machen, aber ja, 7-0 deklassiert wurde ich hier mal so eben. Zieler war noch mein bester Mann. Das sagt einiges über das Spiel aus, obwohl er sich 7 Stück gefangen hat. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo und über eure Kommentare. Freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis dahin, haut herein, ciao!